wozu sind wir frei? Also Freiheit der Ziele, Freiheit der Mittel, also was dürfen wir einsetzen? Stammzellen, Menschen, Tiere, die sind natürlich miteinander verwoben. Das eine ist ohne das andere leer, aber es sind andere Begründungen, die man heranzieht und andere Fragen, die man sich anschaut. Und nicht zuletzt, wer ist überhaupt frei? Das gilt gar nicht in der Kunst, denke ich, wie in der Wissenschaft, die wissenschaftliche Gemeinschaft oder der individuelle Wissenschaftler. Wenn es um Ermöglichung geht, ist das natürlich eine ganz, ganz andere Frage.